Jo, Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Bevor du abschaltest, hör mir wirklich aufmerksam zu. Und zwar, das Video kommt später, aber noch diese Woche. Ich sage dir auch warum. Mein CPU ist überhitzt. Wenn ich weiß, was ein CPU ist, das ist so, sozusagen, um es jetzt mal ganz, ganz grob für Anfänger zu erklären, das ist das Kernstück des Computers. Und, oder beziehungsweise ein Hauptteil des Computers, wie man es halt sehen will. Und der ist überhitzt, dadurch ruckelt das ganze Ding natürlich. Also, ja, der ganze Rechner ruckelt einfach die ganze Zeit und dadurch ist es mir unmöglich, irgendwas aufzunehmen, zu schneiden oder sonst irgendwas zu machen. Ich werde den ganzen Rechner jetzt 5 Stunden ruhen lassen, danach ist alles wieder in Ordnung. Dazu muss ich sagen, das ist ein Gamer-Rechner. Der ist für lange Zeiten ausgelegt, aber der läuft jetzt schon seit 5 oder 6 Tagen durchgehend durch. Und da würde ich als CPU natürlich auch irgendwann sagen, nee, irgendwann, nee, leck mich am Arsch, ich will jetzt nicht mehr. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich habe halt noch eine normale Kühlung und keine Spezialkühlung, also ganz normale Lüftung habe ich noch. Ich habe weder Trockeneis noch eine Wasserkühlung oder sonst irgendwas, sondern einfach eine ganz normale Kühlung. Und wie gesagt, er ist schon darauf ausgelegt, dass er mehrere Tage durchgehend arbeiten kann, aber halt nach einer Woche sagt er, nee, will ich nicht, also nach 6 Tagen ungefähr. Und ja, das ist alles, was ich euch sagen wollte. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass wieder mal so ein Problem aufgetreten ist, aber ich weiß auch, dass mich ganz viele wieder deabonnieren werden und Daumen nach unten geben werden, aber seht das Positive, ich bin einer der YouTuber, der wenigstens Bescheid sagt, wenn irgendwas los ist. Es gibt viele YouTuber, die auch einfach eine Woche mal ein Video hochladen und du weißt nicht warum. Also da lege ich halt sehr, sehr viel Wert drauf. Okay, mehr wollte ich aber auch gar nicht mehr sagen. Ich wollte das Video eigentlich nicht länger als 2 Minuten halten. Deswegen sage ich jetzt, ich wünsche euch einen traumhaften Tag. Das Video kommt nur einen kleinen Tick später. Und ja, haut raus bis diese Woche zum Video. Ciao.